Wahlkreis Ost. Anja Meier und Malte Pieper erklären die Bundespolitik. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Bei Wahlkreis Ost wollen wir genau das zusammenkehren, was sonst in der bundesweiten Berichterstattung gerne hinten runterfällt, nämlich der Osten. In der nächsten knappen halben Stunde rappelt es hier richtig im Karton. Wir heben und senken den Daumen am laufenden Band. Wir suchen nicht nur den absoluten Gewinner der deutschen Politik 2021, sondern auch den wohl größten Verlierer. Wir schauen durch unsere Lande vor der Haustür und fragen uns, wer denn wohl der einflussreichste Ostdeutsche inzwischen ist. Und zum Schluss kommen wir natürlich auch dieses Mal nicht an dem Thema vorbei, das nicht nur, aber vor allem die Sachsen, Thüringer und Brandenburger spaltet wie kein zweites seit der Flüchtlingskrise. Sie raten es, Corona. Anja, unsere Beobachterin in Berlin. Ich glaube, da sind wir uns doch alle einig. Der Aufsteiger des Jahres ist ganz klar Olaf Scholz, oder? Ja, ich würde mal sagen, der Überraschungsaufsteiger immer noch. Also es ist ja jetzt alles in trockenen Tüchern, aber ich bin immer noch, ich kann es immer noch nicht glauben. Jeden Tag. Gestern habe ich gedacht, danke Scholz statt danke Merkel. Also es bewegt sich was. Lass uns noch mal kurz reinhören in die letzten Worte seiner Regierungserklärung vom vergangenen Mittwoch. Wenn wir zusammenhalten, in einer solidarischen Gesellschaft des Respekts, wenn wir uns ehrgeizige Ziele setzen und dem Fortschritt die richtige Richtung geben, wenn wir den Aufbruch jetzt entschlossen beginnen, dann werden wir nicht nur die Corona-Pandemie hinter uns lassen, dann werden wir in Deutschland auch gemeinsam erfolgreich sein. Und dann werden die Bürgerinnen und Bürger am Ende dieses Jahrzehnts sagen, ja, es geht gut aus. Es geht gut aus für mich. Es geht gut aus für meine Familie und für unser Land. Das ist das Ziel dieser Bundesregierung. Dafür arbeiten wir mit all unserer Kraft. Und mit dieser Arbeit fangen wir jetzt an. Vielen Dank. Ich habe mir jetzt die Frage an dich aufgeschrieben, ist das der Ruck, den das Land braucht? Aber wenn ich ihn gerade noch mal wieder gehört habe, also Ruck, so richtig rucken tut es ja nicht, aber hat es denn wenigstens inhaltlich geruckt? Also eine Ruckrede war das nun wirklich nicht. Ja. In weiten Teilen war das, hat er einfach den Koalitionsvertrag nochmal referiert. Aber ich fand es angesichts der Situation, in der das Land ist, so mittlere Temperatur ganz okay. Er wendet sich tatsächlich direkt an die Wählerinnen und Wähler. Das fand ich auch gut. Das ist auch angemessen und richtig. Und was ich ganz schön fand, man versteht ihn. Also schauen wir mal zurück, wer vor ihm 16 Jahre Kanzlerin war. Da gab es ja sehr viele Regierungserklärungen und ich habe die natürlich immer alle brav, ich saß dann immer so da und habe versucht mitzuschreiben. Man hat sich einfach verirrt in den märkischen Sätzen. Und es hatte damals immer was von Lateinunterricht, suche das konjugierte Verb. Ja, genau, Popel ist irgendwie raus, irgendwo muss da was sein, ja. Und das fand ich sehr anstrengend und das macht er besser. Und man muss auch mal sagen, 75% der Wähler am 26. September haben ihm eben nicht ihre Stimme gegeben. Und insofern ist es jetzt auch nicht der Moment, irgendwie zu sagen, Halleluja, jetzt sind wir alle beisammen. Ja? Also es war schon ganz okay. So. Aber es hieß doch immer, diese Koalition, wenn man sowas Neues macht, wie jetzt in diesem Fall Mitte-Links, also so ein Ampelbündnis, das braucht eine Überschrift, das braucht ein Ziel, das braucht ein großes Projekt. Mhm. Gerade da hätte man doch erwartet, dass er eine Projektrede hält und nicht einfach den Koalitionsvertrag nochmal vorträgt. Ja, das bräuchte man, da gebe ich dir recht, aber er hat irgendwie auch versucht, sozusagen die Grundzüge dieser geplanten Regierungsarbeit darzulegen. Insofern war es jetzt nicht, Herrgott, ich meine, wir sind irgendwie in einer total schwierigen Lage gerade in diesem Land. Und also er hat es ja eben gerade gesagt, ne, damit fangen wir jetzt an. Also mehr als versuchen kann man es jetzt erstmal nicht. Die haben jetzt das quasi das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, die haben jetzt eine Koalition gebildet und jetzt geht's mal los. Und jetzt müssen sie halt zeigen, was sie können. Du hast ja beim letzten Mal auch nochmal lachend erzählt, wie das war, als Scholz im Sommer 2020, also vor anderthalb Jahren, im Willy-Brandt-Haus stand und erklärt hat, ich will Kanzler werden der Bundesrepublik Deutschland und das zu einem Zeitpunkt, ja, als die Sozialdemokraten im 15%-Turm gefangen waren. Nur zur Erinnerung, Willy Brandt kam auf dreimal so viel Zustimmung. Und damals fragte sich ja manch einer sogar, ob die alte Tante SPD überhaupt noch einen Kanzlerkandidaten aufstellen sollte. Aber jetzt tickert ja so ein bisschen durch, was offenbar für einen langen Plan dieser Scholz hatte. Kürzlich hat der Hamburger Journalist Lars Haider mal im ZDF das blicken lassen. Der erzählte nämlich von einem Gespräch mit Olaf Scholz aus dem Frühjahr 2018, als Scholz quasi als Ministerpräsident, als erster Bürgermeister von Hamburg zurücktrat und nach Berlin ging, um Bundesfinanzminister zu werden. Da sag ich, warum gehen Sie weg als Bürgermeister? Sie haben doch eine schöne Zeit gehabt. Und sagt dann, naja, ich gehe jetzt nach Berlin und am Ende der Legislaturperiode wird die Merkel nicht mehr antreten. Viele Leute werden sagen, es war doch eine schöne Zeit mit der Merkel. Und gibt es nicht einen, der so ähnlich ist wie die Merkel? Und dann sagt er, dann bin ich ja da.
ich bin ja so eine Art männliche Merkel. Und dann sagte er 2018 zu mir, und das werden wir erst 5-6 Wochen vor der Wahl, da wird die Stimmung jetzt umschwenken. Und dann sagt er beim Rausgehen, und wissen Sie was, wahrscheinlich reichen dann irgendwas zwischen 25% und 26%, um Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden. 2018, er ging raus, ich ging zu meinen Kollegen und sagte, wisst ihr was, unser Bürgermeister, unser Altbürgermeister ist übergeschnappt. Anja, du beobachtest den seit Jahren in Berlin. Ist Scholz tatsächlich so ein Schachspieler, der x Züge vorausdenkt, oder ist es einfach eine schöne Geschichte? Er ist schon ein wirklicher Stratege, Olaf Scholz. Das ist schon so. Aber es ist auch gerade der Moment, dass jetzt auch so ein bisschen eine Legendenbildung stattfindet, ja. Dass man eben sagt, da hat er dann gesagt und 4 Wochen vorher und so werden die Stimmenanteile und so. Es ist alles so gekommen und ich finde den Kollegen Heider auch ganz toll. Also ich empfehle auch diese Biografie, die ist sehr kenntnisreich, sehr gut geschrieben. Aber da wird jetzt viel so ein bisschen reingeheimnist. Aber was ist tatsächlich, was ich auch schon gehört habe, ist, dass auch in der letzten Wahlperiode viele SPD-Politikerinnen, wenn die mal nicht so richtig weiter wussten, was mache ich, wen kann ich da bei der Union irgendwie, wie kriege ich das hin, welchen Verband brauche ich, da sind viele öfter mal zu Scholz gegangen und haben gesagt, Olaf, hilf mir mal. Und Olaf weiß einfach immer so wahnsinnig viel und das zahlt sich jetzt gerade aus. Das hat auch damit zu tun, dass ihm so ein gewisser Überschwang abgeht. Ja, er ist schon sehr hanseatisch. Und eine, die das ja auch konnte, die, obwohl sie ja eigentlich nur in Hamburg geboren ist und damit mit der Stadt sonst gar nicht mehr so viel zu tun hatte, ist ja die, die er im Amt beerbt hat, Angela Merkel nach 16 Jahren, hat auch immer gesagt, man muss vom Ende her denken und die ist ja verabschiedet worden und hat uns auch noch warme Worte mit auf den Weg gegeben. Ich bin überzeugt, dass wir die Zukunft auch weiterhin dann gut gestalten können, wenn wir uns nicht mit Missmut, mit Missgunst, mit Pessimismus, sondern mit Fröhlichkeit im Herzen an die Arbeit machen. So jedenfalls habe ich es immer für mich gehalten, in meinem Leben in der DDR und erst recht und umso mehr unter den Bedingungen der Freiheit. Es ist diese Fröhlichkeit im Herzen, die ich uns allen und im übertragenen Sinne unserem Land auch für die Zukunft wünsche. Angela Merkel bei ihrem Zapfenstreich und sie ist ja zweifellos eine der wichtigsten Personen dieses Jahres. Aber jetzt, wo sie nicht mehr da ist, fällt ja immer mehr auf, was von ihren 16 Jahren bleibt. Ein polarisiertes Land, ein gewaltiger Investitionsstau und so weiter und so fort. Könnten wir jetzt eine ganze Zeit lang machen. Aber in einer Minute, Anja, was war dennoch das Herausragende an Angela Merkel? Zeit für die Lobhudelei. Oh, schwierig. Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass ich gerade diese Rede im Wendler-Blog eher schwierig fand, weil das so was Muttihaftes hatte. Ja, seid einfach gut, habt einfach gute Laune. Aber gut, ich versuch's mal. Also, was ist das Herausragende? In meiner Wahrnehmung ist es, ehrlich gesagt, ihr Arbeitsethos. Ja, also sie hat wirklich gearbeitet wie eine Wahnsinnige, war dabei nicht eitel. Das ist, ich glaube, das verbindet sie auch mit Scholz. Ehrlich gesagt, ich finde, ich würde aber sofort mit der Kritik anfangen, ja. Sie hat ja auch irgendwie im Rückblick nicht so richtig gestaltet, ja. Also sie ist eine ganz wichtige Politikerin, eine Jahrhundertpolitikerin, die jetzt gegangen ist, auch noch aus freien Stücken. Aber sie ist im Grunde in diesen gut anderthalb Jahrzehnten einfach den Krisen immer hinterhergewischt. Also sie hat Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise, wir wissen alle, wo bleibt da der Raum für die Gestaltung? Und dass man jetzt irgendwie das im Nachhinein schlecht redet, ist ein guter Versuch. Aber bei Scholz müssen wir jetzt auch erstmal gucken, ob das für den irgendwie anders läuft. Ja, da weiß man auch erst im Rückblick, ob er es gut gemacht hat oder nicht. Aber insgesamt, ich mochte die. Ich finde, die hatte die hat einen ganz guten Humor, finde ich. Und sie ist eben, ja, sie ist nicht darauf angewiesen, dass andere sie gut finden. Sie hat Überzeugungen und denen folgt sie. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, ich werde sie auch ein bisschen vermissen, merkt man, glaube ich, gerade, oder? Ja, ich werde sie natürlich nicht vermissen, weil ich habe sie immer relativ kritisch gesehen, weil mir genau das gefehlt hat, das Gestaltende. Es gab ja eine Zeit vor den Krisen, da hat sie ja nicht mal angefangen mit zu gestalten, sondern hoppla hopp wurde immer entschieden, Bundeswehr weg, Atomkraftwerke an, aus. Also sie hat ja auch nicht kommuniziert, das ist ja ihre größte Schwäche gewesen. Sie hat keinen mitgenommen, sondern sie hat entschieden und dann wurde durchexekutiert. Aber du hast sie noch viel häufiger begleitet als ich, aber menschlich kann ich das ja wirklich nur unterstreichen. Es war eine unglaublich witzige, ironische, also es hat richtig Spaß gemacht, sich mit ihr zu unterhalten. Also das merkte man immer gar nicht, wenn sie da so am Pult stand. Und das finde ich viel bei ihr so wahnsinnig auseinander, dieses Bild, wenn man sie persönlich getroffen hat und der öffentliche Auftritt.
Wenn man jetzt mal von den Mundbewegungen mal absieht, die ja immer sehr viel tief blicken ließen, ihre Gesichtszüge. Ja, und ich glaube, dass daraus Olaf Scholz auch was gelernt hat. Also ich glaube, dass diese Antrittsrede, vor allem der erste Teil der Regierungserklärung der zurückliegenden Woche, der war darauf angelegt, wir ändern das jetzt mal. Ihr sollt verstehen, was mich treibt, was diese Regierung treibt, was ihr Kern ist. Ja? Okay, da war jetzt das Level auch ziemlich tief gelegt, aber da freue ich mich eigentlich drüber, dass es jetzt mal das Politik kommuniziert. Hast du irgendeine Ahnung, was Mutti jetzt macht? Außer jetzt erstmal vielleicht, das wollen wir alle gönnen, mal vernünftig zu schlafen. Nee, es gab letzte Woche einen ganz tollen Text im Spiegel über Merkels Büroleiterin Beate Baumann. Die hat gucken lassen, dass sie zusammen mit Angela Merkel ein Buch schreiben wird. Da geht es sicher nicht um persönliche Einsichten, sondern da geht es sozusagen um den Rückblick auf diese 16 Jahre. In dem Text heißt es in etwa so, sie möchte das gerne mal aus ihrer Sicht darstellen, sozusagen, dass nicht immer nur über sie gesprochen wird, sondern dass sie sozusagen auch mal ein paar Dinge klarstellt. Aber auch das passt wieder ins Bild. Jeder französische Präsident baut sich ein Monument, was an ihn erinnert. Der neue Arc de Triomphe zum Beispiel, glaube ich, an François Mitterrand in Paris. Und also Jacques Chirac hat sich, glaube ich, eine Bibliothek irgendwo in Zentralfrankreich gebaut. Also jeder französische Präsident schafft ein Bauwerk, was an ihn erinnert. Angela Merkel schafft ein Buch. Auch damit bleibt es ja im Grunde genommen, wie wir sie kennen. Aber einer, der auch gerne Angela Merkels Nachfolger geworden wäre, ist dagegen ja extrem tief gefallen, wie kaum ein anderer. Am Beginn des Jahres lag er in den Umfragen noch ganz vorne. Am Ende lag er ganz hinten. Und das ist einer, den du auch gut kennst, mit dem du sogar schon mal durch seine Heimat im Münsterland in Nordrhein-Westfalen direkt an der Grenze zu den Niederlanden gestapft bist und der bei der Amtsübergabe im Bundesgesundheitsministerium wie folgt formuliert hat. Wir haben hier immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und entschieden. Wir hatten nicht das Privileg, es im Nachhinein doch schon vorher gewusst zu haben. Denn wir mussten in der Situation entscheiden, unter großer Unsicherheit und mit vielen Unwägbarkeiten. Es war die bisher größte Aufgabe meines Lebens, mit allen Höhen und mit allen Tiefen. Und dennoch würde ich keinen Tag tauschen wollen. Allerdings würde ich mit dem Wissen von heute manches anders entscheiden und manches anders kommunizieren. Ja, bei der nächsten Pandemie wüsste ich manches besser zu machen. Anja, woran ist Jens Spahn gescheitert? An seiner Eigenschaft, die ihn ja mit vielen anderen Politikern seiner Generation, aber auch zum Beispiel Markus Söder verbindet, vor allem in Überschriften zu denken, also Politik zu sehr an PR und Verkaufe auszurichten, statt an langen Linien, ist es das? Naja, gehen wir doch nochmal zurück nach 2017, als er Bundesgesundheitsminister wurde. Da war das ja quasi so ein Trostpflaster, ne? Das war sozusagen den Jens, den müssen wir auch noch irgendwo unterbringen. Na gut, der kriegt das Gesundheitsministerium. Und dann ist er in eine Position gekommen, an der, also das war ein Schlüsselministerium in dieser Krise, in der wir sind, ja. Und dafür finde ich, muss ich jetzt mal sagen, hat er das ganz gut gemacht. Ich würde gar nicht so von Scheitern sprechen. Er hat hart gearbeitet und er ist, wir haben es ja jetzt auch gerade gehört, ich glaube, also ich habe da einen kleinen, fast schon Tränenkicks gehört. Ja, hatte Tränen in den Augen, ja. Ja, und er ist jemand, der sagt, ich habe Fehler gemacht. Das ist ja schon mal... Ja, aber wir erinnern uns alle an diese Maskengeschichte, die dann, die Masken, die nicht da waren. Dann die Tests, dann wird großmundig verkündet. Ist irgendwas nicht da. Ja, es ist, also es wird immer erst was rausgeplautzt und dann funktioniert es nicht. Ja, okay, das stimmt. Da wollen wir aber mal gucken, wie Karl Lauterbach das macht. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit solchen Sachen. Ja, das stimmt. Es gibt massive Dinge wie die Maskenaffäre, die aus seiner Partei und Fraktion rührt und wo man so auch sagen muss, gut, da hat er jetzt nicht persönlich Vorteile gehabt, aber er hätte da besser aufpassen müssen. Andererseits, wer will es ihm gleich machen, ja? Also ich möchte nicht in dieser Position gewesen sein. Auch wenn er gerade sagt irgendwie, er möchte keinen Tag missen. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Tage, die er gerne missen würde. Ja? Ich glaube, das ist auch gar nicht die Frage. Die Frage ist doch, wie weit lehne ich mich aus dem Fenster? Wie weit muss ich immer die Scheinwerfer auf mich richten? Wie weit muss ich mich immer in die Heute-Journale und Talksendungen setzen und mich quasi feiern für meine Politik, die dann nicht funktioniert? Also warum kann ich nicht einfach meine Arbeit mal still und leise machen? Das hat er ja nicht gemacht, sondern er hat ja immer das Scheinwerferlicht gesucht.
Also es ist interessant, dass du das sagst, aber ist es nicht auch so, dass die Bürgerinnen und Bürger und auch die Journalistinnen und Journalisten irgendwie die ganze Zeit wollten, dass der endlich mal was sagt? Also ich bin da so ein bisschen vorsichtig. Also ich, wie gesagt, ich würde jetzt nicht sagen, dass er total gescheitert ist. Und ja, irgendwie wünschen wir uns doch Politikerinnen und Politiker, die irgendwie sagen, hier geht's lang. Und tatsächlich hat man in dieser Corona-Krise jetzt gesehen und sieht es ja auch immer noch, das Virus ist immer vorne und die Politik und ihre Institutionen hecheln hinterher. Ich würde mir auch wünschen, dass das jetzt in der neuen Bundesregierung anders ist, dass da mehr auf diese Modellierer gehört wird und man auch irgendwie mal sagt, aha, okay, da wird das sich hinbewegen, lasst uns doch mal Vorsorge machen und nicht immer hinterherrennen. Insofern, da ist er gescheitert. Andererseits hatte er auch noch nicht, also nicht die Strukturen, die Lauterbach jetzt hat. Du hörst schon, ich bin jetzt nicht so im Bausch und Bogen. Also es ist unglaublich viel Mist passiert. Jeder Mensch, ich auch, flucht hier quasi wöchentlich, weil wieder irgendwas, zum Beispiel jetzt gerade gibt es keine Tests zu kaufen. Ja, was soll das? Ja, oder Masken sind wirklich teuer gerade. Also für Leute, die wenig Geld haben, was soll denn das? Ja, schwierig. Es ist weiterhin alles sehr kritisch, aber Spahn hat es zumindest versucht. Also das halte ich ihm wirklich zugute. Angela Merkel, haben wir schon geklärt, schreibt jetzt ein Buch nach ihrer Zeit. Jens Spahn ist wieder Fraktionsvize der Union geworden. Wann ist der wieder in der ersten Reihe? Der kommt wieder. Ich habe ja mich gewundert, dass er nicht für den Partei, dass er sich nun doch nicht um den Parteivorsitz beworben hat. Ich hätte es aber auch okay gefunden, wenn er irgendwie vielleicht jetzt die Politik verlassen hätte. Jetzt ist er erstmal so ein bisschen, also für jemanden wie ihn ist ja quasi Fraktionsvize quasi wie so ein Abklingbecken gerade. Der kommt wieder. Der ist ehrgeizig und jung. Der ist, obwohl er ja schon 100 Jahre in der Politik ist, der ist immer noch jung. Ich glaube, der ist jetzt irgendwie 42 oder so. Lass uns nochmal ganz gezielt auf den Osten schauen. Eigentlich müsste man ja meinen, der sächsische Ministerpräsident ist qua Amt schon der einflussreichste Ossi, weil mit Abstand das größte Bundesland. Dazu kommt, Michael Kretschmer ist in Berlin sehr gut vernetzt. Der war ja 15 Jahre im Bundestag, auch in der Fraktionsführung der Union. Aber mein Eindruck ist, sein Einfluss ist in den letzten 12 Monaten deutlich gesunken. Denn er hat hier in Sachsen die schlechtesten Corona-Infektionszahlen. Er macht eine sehr, sehr schwankende Politik. Er kann sich scheinbar am wenigsten bei seiner Bevölkerung durchsetzen, was man ja an den Abenden immer sieht, wenn diese Spaziergänge laufen. Und ganz anders sein Kollege aus dem Nachbarbundesland, Rainer Haseloff, im Frühsommer erst mit über 37% für seine CDU wiedergewählt worden. Der hat sich in meinen Augen, korrigiere mich gleich, ein bisschen zur grauen Eminenz gewandelt, der CDU, mit einem ruhigen, aber dennoch sehr klaren Kurs. Eine Pandemie ist nur bewältigbar, wenn die Menschen in den Köpfen verstanden haben und mitmachen und letztendlich dieses mittragen. Ansonsten kann sich Politik dort völlig vergeblich abarbeiten. Und du kriegst es nicht mit dem Hammer und mit einer Bußgelddrohung hin, ob jemand einsieht, dass er einen Mund-Nasen-Schutz tragen muss oder nicht. Weil du kriegst mit dem Hammer und der Politik nichts durch. In so einer Pandemie musst du mit den Menschen plausibel versuchen zu reden. Dass es da trotzdem Defizite gab, ist klar. Das hat er mir, nachdem wir uns wirklich eine Viertelstunde in einem Live-Interview heftig gestritten haben, so salomonisch formuliert. Aber wenn man sich mal anschaut, was er auch beim Kohleausstieg 2038 für seine Region rausgeholt hat, kann man sagen, Rainer Haseloff ist die wirkungsmächtigste Oststimme, die es im Moment gibt? Ja, das würde ich schon sagen. Also es gibt ja noch Manuela Schwesig, die in der SPD eine große Rolle spielt, aber in der CDU ist es auf jeden Fall Haseloff. Der hat sich ja so diesen Landesvater-Nimbus erarbeitet, wirklich erarbeitet, was jetzt irgendwie gut aussieht. Der hatte aber auch in seiner Landesregierung totalen Ärger. Ja, der wollte eigentlich, glaube ich, abtreten und macht es jetzt lieber selbst, ja, weil er irgendwie kein vertrauenswürdiges Personal mehr hatte. Aber seine verbale Entschlossenheit, seine Art der Kommunikation finde ich ziemlich gut. Ich weiß, was du meinst. Der kann ganz schön grantig sein. Aber der weiß natürlich, wovon er redet. Der ist jetzt 68 Jahre alt, glaube ich, irgendwie sowas, so Ende der 60er. Und seit 10 Jahren Ministerpräsident. Der weiß einfach, wie es läuft. Und ich finde den auch ganz interessant, weil der sich eben nicht anheischig macht. Der hat klare Positionen. Das liegt aber sicher auch an der Erfahrung und am Alter. Und als Journalist hat man es bei ihm nicht unbedingt leicht, erst recht nicht, wenn man den Osten kritisiert oder kritisch hinterfragt. Da kann er sehr, sehr sauer werden. Ja, krass. Ich weiß noch, nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, wo er ja wirklich mit diesen 37% rauskam, da kam er dann ins Konrad-Adenauer-Haus, also in die CDU-Zentrale in Berlin und wurde eben nochmal so gefragt wurde ganz normal einfach nochmal so ein bisschen abgefragt, ja. Und da fing er dann gleich an, so eine allgemeine
keine Medienkritik da. Sie fing jetzt gleich mal an, sich da beliebt zu machen. Dem ist das total egal. Und diese innere Freiheit, die finde ich eigentlich, also ich finde das natürlich in Teilen nicht angemessen, was er sagt, aber ich finde es eigentlich auch respektabel. Finde ich schon ganz gut, wie er das macht. Der Haseloff hat ja eben den Dialog angesprochen, das um Verständnis werben, gerade eben in dieser Corona-Politik. Und Anja, wir haben in den vergangenen beiden Wochen das Ganze hin und her gewendet. Das Fass will ich jetzt nicht nochmal aufmachen, sondern nur noch aus zwei Mails zitieren, die wir unter wahlkreis-ost@mdr.de bekommen haben, die beide die andere Seite widerspiegeln, wenn man es nur so sagen will. Also nicht die Seite von uns beiden. Da hat zum einen Bernd geschrieben: Ihr seid doch selbst Journalisten. Wie könnt ihr es ertragen, dass große Teile der Medien ganz offen sagen, dass man mit diesen Leuten, also mit besonders kritischen Wissenschaftlern, dass man denen keine Bühne bieten darf? Ihr sagt, wir haben doch nun wirklich über alles geredet. Ich sage, nein, ihr habt viel untereinander geredet, aber ihr habt nicht mit uns geredet. Wie gesagt, ich will jetzt nicht auf Details nochmal eingehen und ich glaube auch nicht, dass gezielt kritische Stimmen in Gänze weggebügelt werden. Aber wir nehmen die Wortmeldung mal hin als ein Signal, wie man sich auf der anderen Seite fühlt. Und hintendran noch diese Worte von Frau Schäfer. Ich bin eine Wessi-Frau, 62, arbeite seit 25 Jahren als Informatikerin für mehrere Krankenhäuser, kenne viele Ärzte und Pflegekräfte und kann das Unverständnis gegenüber der Corona-Politik nur zu gut verstehen. Denn die Mitarbeiter unserer Krankenhäuser sind auch verzweifelt, völlig egal ob geimpft oder ungeimpft. Sie alle können die Gesundheitspolitik schon lange nicht mehr nachvollziehen. Die Ungeimpften sind überwiegend nachdenklich, aber sicherlich keine dummen Menschen. Dass die leidgeprüften Menschen im Osten noch skeptischer gegenüber der momentanen Politik unseres Landes sind, wundert mich keineswegs. Wenn man vor der Wahl mehrfach verspricht, dass es keine Impfpflicht gibt und dieselben Politiker dann als erste Amtshandlung eine Impfpflicht für die Pflege beschließen, dann muss man doch einfach mal nachdenklich werden dürfen. Freundliche Grüße aus dem Westen und bitte haben Sie etwas mehr Nachsicht mit Ihren Landsleuten, schreibt uns also Frau Schäfer. Ja. Mit ihren Landsleuten. Aber Frau Schäfer ist auch meine Landsleutin. Ja, es tut mir jetzt leid für diese beiden Stimmen, die du jetzt zitiert hast. Ich bin tatsächlich, sehe das eben anders. Ich finde auch, dass dargestellt wird, auch andere Meinungen dargestellt werden, auch in den öffentlich-rechtlichen Medien. Das ist, Und ich finde es auch sehr ermutigend, dass es jetzt irgendwie Leute gibt, die sagen, Leute, echt, das ist ein Bild, was ihr hier von uns zeichnet. Das wollen wir so nicht hinnehmen. Das finde ich wirklich, als ich das gesehen habe, dass es da so, also Gegendemonstranten würde ich jetzt gar nicht sagen, die stehen ja da einfach nur so rum und sagen, Leute, denkt mal nach, ja. Oder sie schreiben offene Briefe, wie in Freiberg und Görlitz, glaube ich, auch Bautzen, also wo einfach Leute ihren Namen untereinander schreiben, Tausende, die sagen, so wollen wir das nicht. Und das finde ich sehr schön. Also ich habe mich sehr gefreut darüber. Ich finde auch, dass man miteinander ins Gespräch kommt, ist richtig. Ich finde aber, wie soll man sagen, wir haben jetzt irgendwie anderthalb Jahre verbracht oder fast, bald sind es ja schon zwei, ich darf gar nicht länger drüber nachdenken, mit dieser Pandemie. Und ich habe das Gefühl, dass es da irgendwie so eine Art Diskussion als Beschäftigungstherapie gegeben hat. Ja? Am Ende irgendwie stellt sich heraus, eine Seite wollte eigentlich nie einen Kompromiss finden oder so eine Lösung, sondern einfach irgendwie immer lauter und immer entschiedener werden. Und den Preis zahlen die Leute, die jetzt da auf den Intensivstationen verröcheln. Und das passiert. Also wir haben uns daran gewöhnt, dass da jeden Tag so viele Menschen sterben an und mit Corona, wie es so schön heißt, ja. Ich weiß noch ganz am Anfang der Pandemie, es gibt so eine Seite Risklayer, heißt sie, die jeden Tag Statistiken veröffentlicht zu Corona. Und da stand mal, gewöhnt euch nicht an die Toten. Und wir haben es doch tatsächlich hingekriegt, dass sich Teile dieser Gesellschaft daran gewöhnt haben. Ich bin dazu nicht bereit. Ich bin immer noch der Meinung, man muss was dagegen tun. Dreimal die Woche diskutiert ja der Kollege Camilo Schumann in Kekules Corona-Kompass auch immer im Podcast die Lage, was nun Sache ist und was man tun kann. Aber ich würde jetzt zum Schluss gerne nochmal Worte jemandem überlassen, der sich immer genau dieses, das, was du ansprichst, der Dialog, der nicht so richtig zustande gekommen ist, der sich diesen Dialog eigentlich immer auf die Fahnen geschrieben hat und es bis heute schreibt, auch wenn man ihm gleich anhören kann, dass auch er sich inzwischen schon schwer konzentrieren muss und am Rande seiner Nerven ist. Die Rede ist von Dirk Neubauer, Journalist, Autor, ist seit 8 Jahren Bürgermeister der sächsischen Kleinstadt Augustusburg, etwa 15 Kilometer östlich von Chemnitz.
Und der fasste die Lage jetzt zum Jahresende ungefähr so zusammen. Wir haben in den letzten 30 Jahren schlecht Politik gemacht, gerade im Osten, muss man ganz klar sagen. Und viele, hier ist viel Frust, hier ist viel Wut, hier ist viel Unverstandensein. Und ich merke das in den Gesprächen, die ich führe, dass Menschen sich teilweise bei mir entschuldigen, wenn sie am nächsten Sonntag zur Wahl gehen, aus Protest die AfD wählen und mir vorher sagen, das meint nicht dich und das meint nicht das, was wir hier machen. Ich glaube, dass wir lernen müssen, gerade hier bei uns, dass dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, den wir alle so vermissen, was ich immer wieder höre, dass dazu eben auch gehört, dass man sich gemeinsam um seine Werte kümmert. Und das ist nicht nur Aufgabe in der Politik. Wenn wir nicht wollen, dass es immer nur top-down geht, wenn wir nicht wollen, dass wir immer das Gefühl haben, dass Politik uns erziehen will, dann müssen wir uns klar werden, dass wir jeder Einzelne selbst eine Rolle dabei spielen. Das kannst du voll unterschreiben, Anja, oder? Total. Oh Gott, ist der toll, der Herr Neubauer. Ja, das ist ein gutes Schlusswort für dieses Jahr. Aber bist du denn optimistisch, dass das überhaupt funktionieren kann? Weil er beginnt ja seine These damit, das ist ja auch ein bisschen deine, dass er sagt, naja, wir sind einfach in den letzten 30 Jahren auch ziemlich schlecht zum Teil regiert worden im Osten. Ja, schlecht regiert worden finde ich jetzt ein bisschen grob. Aber ja, darüber haben wir ja schon oft gesprochen. Fehlende Repräsentanz ist diesmal auch nicht besser geworden. Das fehlt und das ist tatsächlich dieses sich nicht gesehen fühlen, nicht gehört fühlen. Aber es geht eben auch darum, mitzureden und sich nicht wegschicken zu lassen von den Leuten, die am lautesten brüllen. Das heißt, um es abzubinden, die Aufgabe dieser neuen Bundesregierung müsste sein, wenn wir das Ganze jetzt, also nehmen wir mal an, Corona gibt ja diese Vorhersagen, im Frühjahr läuft das Ganze aus und dann wird sich das irgendwie verflüssigen und dann ist es alles nicht mehr ganz so dramatisch, wie es jetzt ist. Aber wenn wir dieser These folgen, wie viel Frust dann da ist, ist es doch ein Problem, was eigentlich nur auf Wiedervorlage kommt, bei der nächsten Gelegenheit. Absolut, so sehe ich das auch, ja. Das ist sozusagen, kann schon sein, dass das dann irgendwie vorbei ist, aber die Erfahrung bleibt natürlich. Das ist doch klar. Also es wird ein Misstrauen innerhalb des Landes sein, es werden sich Positionen verfestigt haben. Und ich hoffe doch sehr, dass die Politik und ihre Institutionen, es tut mir leid, wenn ich da immer wieder drauf rumreite, aber die muss jetzt in die Gänge kommen, die muss eine andere Art der Kommunikation finden. Und es wird wohl auch eine spezielle Art der Kommunikation mit Ostdeutschen brauchen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Das kann ja nicht sein, dass wir irgendwie als Land uns so auseinanderdividieren. Das kann man so nicht hinnehmen. Lasst uns mal da so dranbleiben an der Sache. Das ist doch eine schöne Hausaufgabe für über die Feiertage. Wir hören uns die werden Anfang, nicht reichen. Wir hören uns Anfang des Jahres wieder, um mal auf das Jahr 2022 zu gucken. Da wird das bestimmt auch wieder ein Thema sein. Aber jetzt ist erstmal unter Corona-Bedingungen kuscheln, zusammenrücken, Kerzen, Weihnachten angesagt. Das haben wir, glaube ich, auch alle nötig, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und dann freue ich mich aufs nächste Jahr, sage auch schon mal guten Rutsch, kommen Sie alle gut rüber und dann hören wir uns Anfang Januar. Wahlkreis Ost, unseren Podcast hören Sie auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei Apple, Spotify, Amazon, YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis nächstes Jahr, komm gut rüber. Ja, du auch. Tschüss. Bis dann. Ciao. Wahlkreis Ost. Anja Meier und Malte Pieper erklären die Bundespolitik.